Jo Leute, Maxstar hier und heute geht's weiter mit der Mission immer fort am gleichen Ort. Ja, natürlich geht's weiter in der Kampagne vom, also ja, Fluch des Osiris. In dieser Kampagne geht's auf jeden Fall weiter. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch gleich los. Wir haben ja in der letzten Folge natürlich Sagira wiederbelebt. Osiris ist da drin, um uns vor den Vex zu beschützen. Er braucht uns, er braucht mich. Und wir werden ihn finden. Okay, alles klar, gut. Das werde ich natürlich mal hoffen, dass wir ihn finden werden. Ja, eben, wir haben ja in der letzten Folge Sagira natürlich, haben wir gerettet, also respektiv wiederbelebt. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter und ich bin schon ziemlich gespannt, wo es uns hinführt. Oh, das sieht ja schon richtig creepy und auch ein bisschen spannend aus. Oh mein Gott. Jetzt muss ich da natürlich gut schauen, dass ich hier auch nicht runterfalle, ne, weil das wäre nicht gerade so toll. Gut. Also. Ja, jetzt muss ich da ein bisschen einen kleinen Weitsprung machen. Aber das schadet ja nichts. So, einfach schön gemütlich nehmen, Leute. Nicht extra herunterfallen. Wenn man es ein bisschen gemütlich nimmt, dann kann man es auch fleißig überstehen. Ja, eben, ich muss sagen, also es sieht jetzt hier richtig spannend aus. Wir sind jetzt nicht mehr auf der Erde, wir sind jetzt auf einem anderen Planeten. Genau, ich weiß nicht mehr auf welchem Planeten, warte mal, das können wir gleich mal nachschauen. Okay, wir befinden uns jetzt auf Merkur, Leute. Ja, also, Suche nach Osiris, okay. Ich muss jetzt da ein bisschen, alles ein bisschen durchsuchen, ne. Okay. Wenn ich ja schon Osiris suchen muss, frage ich mich, ob ich auch hier nach unten gehen kann. Ne, hier nach unten kann ich nicht gehen. Ja. Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier raufgehen, ne? Sieht jetzt ganz so aus, als ob ich hier irgendwie hinaufgehen muss, ne? Dann tue ich das natürlich. Oh, Achtung, Vorsicht! Okay, ich muss da wieder schauen, dass ich nicht zu hoch hüpfe. Okay, in diesem Fall jetzt kann ich ein bisschen höher hüpfen. Osiris hat sich Technologie aus dem Forst zunutze gemacht. Wir werden seinen Spiegelbildern begegnen. Es okay. Sind Kopien seiner selbst. Damit kann er mehrere Pfade gleichzeitig erkunden. Alles klar, gut. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass wir ihn so schnell wie möglich finden werden. Aber keine Sorge, das ist er auch tatsächlich. Okay, sehr schön gemacht. So, jetzt bin ich schön weit nach oben gehüpft. Genau, hier geht's weiter, Leute. Also ich muss sagen, das sieht wie eine Mine irgendwie aus. Diese ganzen Stromanlagen und das alles, ne? Schon ziemlich spannend. Okay, Leute, ich bin jetzt mal gespannt, was kommt. Okay, ich muss jetzt hier rübergehen. Ja, rüberhüpfen wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich muss wahrscheinlich... Kann ich hier irgendwie hochgehen? Ich muss jetzt da gut überlegen, ne? Ja. Wie komme ich dann hier rauf? Gute Frage irgendwie. Ich habe nämlich keinen Plan. Ich schaue mal schnell nach. Suche nach Osiris, aktiviere den Brunnen der Echos, okay? Ja, gute Frage. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder hier nach unten gehen, ne? Und dann muss ich irgendwie hier hochspringen. Keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen sollte, aber von hier oben geht es wahrscheinlich kaum. Warte. Ah, nein! Okay, ich bin jetzt schon runtergesprungen, halb so schlimm. Okay, dann können wir das gleich mal ausprobieren. Okay, wir müssen hier raufgehen. Ich bin jetzt mal wieder runtergesprungen, sehr gut. Ich kann auch diesen Stein hier nehmen, dann bin ich da auch ein bisschen höher drauf. Das war jetzt ein bisschen knapp. Genau, jetzt muss ich irgendwie theoretisch hier raufkommen. Ah, mir ist gar nicht aufgefallen, Leute. Wir müssen dieses Teil vernichten, genau. Osiris muss hier irgendwo sein. Okay, er muss irgendwo hier sein, genau. Gut, dann würde ich doch... Sagira, du solltest nicht hier sein. Und du hast jemand Neues mitgebracht. Wer? Oh. Oh, der. Das wird dich von den Socken hauen. Er ist ein Freund von Ikora.
Muss ich jetzt weiter rauf oder runter? Okay, ich muss weiter runter, Leute, wie es aussieht. Ich gehe mal da hier nach draußen. So, ich muss jetzt irgendwie, genau. Ich muss hier hochkommen. Dann würde ich sagen, gehe ich natürlich weiter nach oben, okay. Sieht jetzt aus, als ob ich dann wieder runtergehen muss, aber irgendwie muss ich ja hier ran, hier nach oben kommen. Also irgendwie zu diesem Punkt, genau, wir müssen jetzt dort nach oben gelangen. Keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen sollte, aber ja, ich gehe jetzt mal einfach mal hier nach oben. So, ich hüpfe nochmals. Dann sollte ich das schon irgendwie bewerkstelligen können. So. Okay. Gut, wir sind jetzt hier oben, Leute, mittlerweile. Und es sollte eigentlich jetzt auch einen Weg geben, wie ich hier hochkomme, ne? Jetzt stecke ich ein bisschen in der Klemme. Außer ich probiere es vielleicht so. Ja, genau, Leute, so geht's. So geht's, genau so. So. Schau jetzt mal, wahrscheinlich muss ich hier... Nee, wisst ihr. Sagira ist zurückgekehrt. Oh nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind Gegner, Leute. Die habe ich gerade gesehen, die habe ich gerade gesehen, ey. Ja, das hier... Osiris hat dich zu deiner eigenen Sicherheit weggeschickt. Deine Gegenwart hier setzt alles aufs Spiel. Ja, tja, oh mein... Pech gehabt. Er braucht mich. Okay. So, ich bin jetzt ganz oben, Leute. Jetzt irgendwo hier. Es breiten sich neue Zeitachsen aus. Wir müssen Spiegelbilder erschaffen, um sie zu erkunden. Ach so, ah, die kann ich also gar nicht abschießen. Ich dachte, das sei ein Gegner, okay. Habe ich mich ja wohl getäuscht, ne? Okay. Dann hoffe ich natürlich, das sind anscheinend Spiegelbilder, die wo uns hier begegnen. Okay. Die sehen irgendwie schon noch cool aus, ne? So goldig, ne? Irgendwie schon noch mega nice. Ich dachte, wir müssen etwas bei diesem langen Strahl machen, aber anscheinend nicht. Gut, bis jetzt sind noch keine Gegner begegnet, aber eben die Zeit wird noch kommen, wo noch Gegner begegnen werden. Du kannst nicht zu ihm gehen, Sagira. Was? Was hat er gefunden? Was kann so schlimm sein, dass es Osiris Angst machen würde? Dies ist der Immerforst. Eine Vorhersagungsmaschine in der Größe eines Planeten, die Trillionen Realitäten gleichzeitig simulieren kann, um einer Wex-Absicht zu dienen. Okay, neues Ziel, genau. Schau ich gleich mal. Erfahre mehr von den Spiegelbildern von Osiris, okay? Ja. Warte mal. Kann ich hier irgendetwas machen? Nee, kann ich nicht. Oh. Vorsicht, jetzt kommen sie, Leute. Jetzt, wo ich ja hier rüber sollte, kommen sie. Oh, fuck. Oh nein, bitte nicht. Nein, auch Achtung, 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 Vorsicht. Ja, der will sich zurückziehen, das merke ich schon. Ja, jetzt zieht er sich zurück, sobald ich natürlich mit dieser Waffe komme. Gut, dann gehe ich langsam mal rüber, wenn ich hier die restlichen Gegner rausgeschaltet habe. Oh gut, ich habe es rüber geschafft. Ich dachte schon, ich schaffe es nicht mehr, ey. Hätte keine Lust gehabt, dass ich hier runterfalle, ne? Ich glaube, auf das hätte niemand Bock gehabt. Zwei Leben noch oder mehr. Ah ne, drei sind es noch oder viel mehr. Die gehen mir schon ein bisschen auf die Sack. Vor allem diese, wo natürlich so blöd herumfliegen können. So, sehr schön mit einer Faust platt gemacht. Ah, jetzt kann ich das wieder nutzen, ey. Das finde ich richtig nice. Okay, oh. Scheiben. Ja, okay. Von so einer Sicht kann ich ihn easy eliminieren. Ist kein Problem, ne? Der trifft mich im Moment jetzt auch nicht so gut. So. Gut, den haben wir mal vorübergehend ausgeschaltet. Das dürfte mal so bleiben. Autsch, das tat ein bisschen weh. Okay, das kennen wir, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, öffnen wir mal diese Tür. Wir werden jetzt mehr von den Spiegelbildern auch noch erfahren.
Aber gleichzeitig müssen wir natürlich die Gegner beseitigen. Das ist immer die Aufgabe. Okay, die kann ich mal easy alle beseitigen. Okay, ich hoffe mal... oh mein Gott, neue Lore entdeckt, okay. Okay, wisst ihr was, ich erledige das schnell, wenn ich da die andere Waffe habe. Alter, ja jetzt, genau, das habe ich gesucht. So, okay, eine Rakete sollte reichen, die andere spare ich natürlich für nachher. Damit wir da natürlich auch mal schneller vorwärts kommen, es ist wirklich nötig, dass wir zwischendurch... Ein Raketenschuss darf man ja mal verwenden, das ist überhaupt kein Problem. Alter, was? Die können sich wiederbeleben, ey. Wie blöd ist denn das, bitteschön? Okay, dann werden wir auch schnell... So, weg mit dir. Dann öffnen wir die nächste Türe. Das ist richtig cool, Leute. Jetzt können wir da richtig so durchlaufen, aber wir müssen trotzdem Gegner beseitigen. Das finde ich richtig geil hier auf diesem Planeten, ey. Vor allem, dass es so ein System gibt bei Destiny 2, dass man das so machen kann. Also ich muss sagen, die Kampagne gefällt mir eigentlich schon richtig gut. Von, also Fluch des Osiris, diese Kampagne, finde ich eigentlich richtig toll. Ich muss natürlich auf die Munition schauen, sonst kann ich wieder auf diese Waffe wechseln. Genau. Auf diese meinte ich. Oh, shit. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Vorsicht. Sehr gut. Ja, die können sich wiederbeleben, logisch. Okay, ich mach das schnell. So, komm her, komm her, komm her. Nee, 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 so schnell fließt du mir nicht. Vorsicht, ich duck mich, bevor er mich noch eliminiert. So, jetzt kann ich mich da schön in Deckung begeben. Manchmal blockiert der Forst einen Pfad. Schalte den Dämon aus, der die Simulation steuert. Dann sollte sich die Tür öffnen. Okay, mach ich. Okay, also zwei von denen. Okay, ich schalte die schnell aus. Oh mein Gott, da ist ja noch einen größeren. Ja, da kommen ja noch mehr, ey. Alter, das sind diese, wo sie meinte mit blockieren. Keine Ahnung, wie man die schon wieder nennt. So. Dann gehe ich mal rüber. Dann kann die nächste Türe gleich mal kommen. Oh mein Gott. Ja, es wird immer größer, Leute. Der Raum wird immer größer. Das sieht immer ein bisschen gefährlicher aus. Oh nein, oh nein. Nein, Achtung, Achtung. Nein! Oh mein Gott, shit. Ja, shit, jetzt habe ich geschissen, Leute. Das war jetzt gar nicht klug. Das war jetzt mein Fehler, weil ich mich nicht in Deckung begeben konnte. Okay, gut, dann machen wir das gleiche Spiel halt nochmal. Diesmal sollte ich es aber hinkriegen. Vielleicht sollte ich jetzt von Anfang an den Raketenwerfer nutzen, ja. Werde ich gleich mal. Okay, jetzt habe ich keine Raketen mehr. Die Raketen sind mir ausgegangen. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen schwierig. Vor allem, weil die alle so nahe sind. Geht mal weg von mir. Ja, eben, das meine ich, Leute. Das ist ziemlich frustrierend, dass sie sich wiederbeleben können. Ziemlich frustrierend.
Okay, jetzt habe ich es endlich mal hier durchgeschafft. Okay, komm weiter, weiter, weiter. Okay, sie können sich zum Glück nur einmal wiederbeleben, dann ist es für sie gelaufen. Mit dem Raketenwerfer geht immer alles so. Sage ich, Leute, ich habe den Raketenwerfer einmal eingesetzt. Nur einer gekillt oder so, aber trotzdem läuft etwas, Leute. Gut, dann schaue ich mal, wie groß ist es, wenn ich dieses Tor öffne, wie groß ist es dann wird und wie viele Gegner ich zu beseitigen habe. Okay, das sind nicht gerade wenig. Sieht also nicht gerade nach wenig Gegnern aus. Ja, jetzt sollte ich es, glaube ich, geschafft haben, Leute. Das war, glaube ich, das Letzte. Okay, das waren jetzt gar nicht mal so viele Gegner, aber ich würde trotzdem aufpassen, denn man weiß nie, Leute. Aber spannender Weg, wo wir da mal durchlaufen. Wir müssen ja auch mehr über die Spiegelbilder und so weiter erfahren. Zunächst werde ich euch zeigen, wo alles begann. Oh, was? Alter, das ist ja eine richtig schöne Welt. Vor Jahrhunderten unermesslich. Bevor die Vex dort ankam. Wir pflanzten die Vex die Saat. Daraus entstand der Immerfrost und dessen Geist Panoptes. Panoptes hat nur einen Zweck, die Realität für die Vex neu zu formen. Und zwar nur für die Vex. All dies begann mit einem einzigen Vex. Wird es mit der Ankunft eines einzigen Hüters enden? Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Oh, richtig toll. Alter, richtig geil. Wir können jetzt hier einfach durchlaufen. Ey, das finde ich wirklich richtig toll. Wir sind gescheitert. Selbst unsere größten Bemühungen machen es nur langsamer. Doch das musst du dir selbst ansehen. Alter, das ist ja richtig toll. Warst du da, als der Reisende erwacht ist? Ein lebender Reisender ändert alles. Zum Guten und zum Schlechten. Nun wurde vieles in Bewegung gebracht. Osiris schrieb die verlorenen Prophezeiungen, um die anderen Hüter zu warnen. Doch sie wiesen ihn ab. So, sehr schön. Faust kassieren, ne? Wer mir zu nahe kommt, kassiert deine Faust. Also das macht richtig Spaß. Ja, komm. Komm her. Sehr schön, Alter. Ich box die gerne. Bam, der kassiert auch gleich eine, ne? So habe ich dich sogar manchmal schneller eliminiert, wenn ich dir nahe trete. Komm her, komm her. So. Sehr gut, Leute. Kann ich das einsammeln? Nee, das kann ich sogar einsammeln. Richtig toll. So, jetzt habe ich wieder ein paar Punkte gesammelt oder eine neue Waffe gesammelt. Richtig toll. So, ich bin mal gespannt, wenn wir diese Mission abgeschlossen haben. Oh, jetzt kommen diese Viecher auch noch dazu. Ja, viel Spaß. Oh ja, gut. Okay, diesmal setze ich mal wieder die Rakete ein. Sehr gut. Okay, eine Rakete sollte reichen. Ja, der kann sie wieder wegteleportieren, aber das bringt ihm auch nicht viel weiter. Gut, wir haben schon wieder das Ganze beseitigt. Jetzt können wir schon zum nächsten Tor laufen. Alter, wie wir alle diese... Das sind für mich wie Level, wo man hier die Gegner alle bekämpfen muss. Kommt mir das so vor?
kommt weiter, weiter, weiter. Und schon wieder beseitigt. So schnell kann es gehen, Leute. Es war nur an einer Stelle ein bisschen knifflig, wo ich mich nicht in Deckung begeben konnte. Nicht getroffen. Okay, ja, dann geht's weiter, Leute. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir das Ganze beendet haben oder ob es jetzt noch weitergeht. Aber wir haben das easy alles überstanden, Leute. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wir müssen Panoptes finden und aufhalten. Doch keiner von uns hat eine Zeitachse gefunden, in der wir Erfolg hatten. So sieht es aus, wenn wir versagen. Dies ist die Zukunft, die die Vex wollen. Okay, ich nehme mal wieder diese Waffe, Leute. Mit dieser können wir sicher auch gut rasieren. Der Leuchtturm. Das ist, was Osiris gesehen hat. Ah, was? Weder Licht noch Dunkelheit existieren noch. Die Wärme der Sonne ist nicht mehr. Alles Leben ist verloren. Okay, und was muss ich jetzt tun? Warte mal. Doch das war vor dir. Du bist der Schlüssel. Du kannst es aufhalten. Alle Zeitachsen führen hierhin. Wir müssen Panoptes zerstören, um diese dunkle Zukunft zu verhindern. Okay, und was genau muss ich jetzt tun? Panoptes, er hat uns gefunden! Ah, das ist... Warte mal. Ist es ein Gegner? Los. Ah, nee, das ist kein Gegner. Ist jetzt wichtiger als wir alle! Oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen gehen. Nein! Oh mein Gott, was tue ich jetzt? Nein! Oh shit. So, Leute, ich musste der Realität entkommen, Leute. Ich musste nur wieder das alles, wo ich reingelaufen bin, musste ich zurücklaufen, ey. Ich musste nicht die Gegner beseitigen, zum Glück, ey. Das war viel zu schwierig. Das wäre nicht machbar gewesen. So, ich bin jetzt wieder zurückgekehrt, Leute. Der Leuchtturm, die Glasfelder, okay, alles klar, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück. Ikora, bist du da? Sagira, du bist gerade verschwunden. Wo steckt Osiris? In der Klemme, wie wir alle. Ich erkläre dir alles auf dem Weg zurück in die Stadt. So, Leute, wir haben auf jeden Fall die Mission abgeschlossen. Immerfort am gleichen Ort. Ja, das war's auf jeden Fall auch schon mit dieser Mission. Und wir schauen mal gleich, was dann die nächste Mission sein wird. Natürlich für die nächste Folge, Leute. Oder mal schauen, ob noch eine Story kommt. Nee. Gut. Die nächste Mission für die nächste Folge ist... Können wir gleich mal schauen. Klassiker Fluch des Osiris. Sprich mit Ikora, Ray. Okay, das können wir gleich eigentlich mal machen. Setzen wir mal den Punkt. Hier ist sie also, Leute. Gut, wie ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal mit Ikora, Leute. Das war's also. Ich dachte, dass wir nach der Roten Schlacht etwas Ruhe bekämen. Ich gebe nicht auf. Zumindest gehen die Vex methodisch vor. Sie haben bestimmt eine Übersicht des Forsts, eine Karte. Sie wird zeigen, wo Panoptes ist. Es gibt nur einen Ort, an dem sie so viele Daten speichern könnten. Das Pyramidion auf Io. Okay, gut, dann würde ich sagen, nehmen wir... Um das Panoptes zu finden, brauchst du eine Karte, der immerfort Ikora glaubt, dass du eine im Pyramidion auf Io finden kannst oder Io finden kannst. Beschaffe die Karte, indem du die Mission gut gelagert auf LO abschließt. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal das Ganze an. Gut. Also Leute, ein neues Quest sollte jetzt eigentlich wieder kommen. So, genau, neue Missionen verfügbar. Alles klar.
dann würde ich doch mal sagen, laufen wir mal hier hin, wo wir hinlaufen müssen. So. Gut. Also, wir können jetzt gleich mal schauen, was die nächste Mission sein wird. Okay. Das nächste Quest also ist... Ich sehe es jetzt nirgends. Genau. Es wird auf dem Planet LO stattfinden. Der heißt so, der IO oder LO, wie man diesen ganzen Planeten auch nennt. Ja. Es geht weiter in der nächsten Folge mit der Mission gut gelagert. Ja. An dieser Stelle würde ich sagen, war es natürlich auch schon für diese Folge, Leute. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe euch natürlich auch. Und ich bedanke mich an alle Zuschauer wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.